Kennst du schon den Épagneux Breton? Heute zeigen wir dir alle Fakten und verraten dir alles Besondere über diese Rasse. Wenn sein enormer Bewegungsdrang, seine Lauffreude und sein Jagdinstinkt berücksichtigt wird, hast du einen sehr liebevollen Hund an deiner Seite. Am glücklichsten machst du deinen Weggefährten, wenn er mit seinem Herrchen durch Wälder, Wiesen und große Felder streifen darf. Charakter und Merkmale des Épagneux Breton. Der Épagneux Breton ist der kleinste sogenannte Vorstehhund, der vom FCI anerkannt wurde. Er hat eine Größe von maximal 52 cm und wiegt ausgewachsen ca. 13 bis 15 kg. Der Breton ist also sehr kompakt und kräftig. Jedoch strahlt er eine gewisse Eleganz aus. Durch seinen lebhaften und aufgeweckten Ausdruck wirkt er voller Energie. Ursprünglich hat der Épagneux Breton die Farbe weiß-kastanienbraun. Heute gibt es die Hunderasse in den Farben Weiß-Orange, Weiß-Schwarz, Tricolor Weiß-Schwarz-Orange, Tricolor Weiß-Kastanienbraun-Orange und Weiß-Kastanienbraun. Das kleine Energiebündel braucht durch sein sanftes Wesen natürlich viel Liebe und Zuneigung. Im Umgang mit anderen Tieren und Menschen ist er unkompliziert und sehr verträglich. Dies gilt auch für Kinder. Durch seine lebhafte Art kann es jedoch bei einer nahen Begegnung mit Kleinkindern zu Aufregung kommen. Deshalb solltest du in solchen Situationen immer an seiner Seite sein. Du kannst deinen Épagneux gut in der Wohnung halten, solange er ausreichend Bewegungsfreiheit hat. Außerdem braucht er regelmäßige geistige Beschäftigung, da er ein intelligenter Arbeitshund ist. Wie bei anderen Hunderassen auch, solltest du ihn nicht länger als maximal 4 Stunden am Stück alleine lassen. Dennoch ist der Épagneux Breton kein Anfängerhund, denn sein Jagdtrieb ist nur mit konsequenter Erziehung kontrollierbar. Wenn du dir aber viel Zeit für deinen Liebling nimmst, werdet ihr ein unschlagbares Team. Bretonnen werden teilweise auch als Lawinensuchhund, Katastrophenhund, Drohungssuchhund oder ähnlichem eingesetzt. Man kann den Hund schon fast als Perfektionisten beschreiben, da er immer versucht, sein Bestes zu geben. Die richtige Ernährung des Épagneux Breton. Bei der Ernährung hat der Épagneux Breton, wie andere Hunderassen auch, keine hohen Ansprüche. Wichtig ist, dass in der Mahlzeit deines Liebsten viele wichtige Nährstoffe enthalten sind und ihm sein Futter schmeckt. Es ist bei diesem Hund nicht wichtig, viel Fleisch zu füttern. Besser ist es sogar, wenn die Mahlzeit zum größten Teil aus Gemüse besteht. Wenn du ihn mit zum Jagen nimmst oder er allgemein sehr viel Auslauf hat, sollte der Napf natürlich immer gut gefüllt sein. Fleisch sollte trotzdem nicht komplett weggelassen werden. Falls es mal gemütlicher zugeht, ist es vom Vorteil, auch hier die Portionsgröße anzupassen, damit der Breton seine schlanke Linie nicht verliert. Ein Verdauungsschläfchen ist für deinen Vierbeiner nach dem Essen immer gut. Leckerchen kannst du deinem Gefährten natürlich zur Belohnung geben, am besten zuckerfrei. Achte hierbei darauf, dass er sie im Maßen genießt. Auch mit Essensresten oder Leckerchen am Tisch solltest du sparsam umgehen. Mit Zahnpflegesnacks oder Hundeknochen hat er eine Beschäftigung und lange etwas zum Kauen. Wichtig ist, dass dein Hund immer einen Napf mit Trinkwasser zur Verfügung hat. Das heißt, auch bei einem längeren Ausflug solltest du Wasser und am besten einen kleinen Napf oder ein kleines Schälchen für ihn mitnehmen. Die Pflege des Épagneux Breton. Die Fellpflege für deinen kleinen Freund ist relativ einfach. Trotzdem solltest du die Pflege nicht vernachlässigen. Nach langen Spaziergängen im Wald oder im hohen Gras solltest du das Fell auf jeden Fall durchkämmen. Wenn sich kleine Zweige oder Dornen verfangen, kann das für deinen Liebsten unangenehm werden und dich viel Arbeit kosten, bis Verfilzungen wieder ausgekämmt sind. Tägliches Kämmen ist vom Vorteil und macht das Haar noch schöner. Es ist aber nicht zwingend notwendig. Sollte es mal richtig dreckig werden, ist es auch kein Problem, deinen Vierbeiner mal unter die Dusche zu stellen. Épagneux Bretons mögen Wasser sehr. Hierfür verwendest du am besten ein Hundeshampoo ohne Parfüm oder Duftstoffe. Das Hundebad sollte aber wirklich nur dann anstehen, wenn dein Hund richtig schmutzig ist, da wir Haut und Fell nicht zu sehr strapazieren wollen. Außerdem ist eine regelmäßige Reinigung der Ohren wichtig. Auch hier gilt die Pflege und Kontrolle vor allem nach ausgiebigen Spaziergängen. Bei der Pflege deines Hundes kannst du ihn auch gleich auf Parasiten wie Zecken untersuchen. Passendes Zubehör für den Épagneux Breton. Wie bereits erwähnt, ist der Épagneux Breton ein echtes Energiebündel. Er braucht also viel Beschäftigung. Egal, ob beim Gassigehen oder zu Hause, du kannst jegliches Hundespielzeug zur Freude deines Gefährten nutzen. Im Ausspülen ist er ein echter Profi. Du kannst zum Beispiel seinen Geruchssinn trainieren, indem du eine kleine Tasche mit Leckerchen versteckst und ihn danach suchen lässt. Das kannst du natürlich draußen und in der Wohnung machen.
Ansonsten kannst du Bälle, Stöckchen und weitere Spielsachen schmeißen und dir von ihm bringen lassen. Umso mehr Auslauf er hat, desto besser. Grundsätzlich kannst du jedes Spielzeug verwenden, das dir von einem Laden für Tierzubehör oder auf Internetseiten für Tierzubehör zur Verfügung gestellt wird. Da diese Rasse als kleiner Runner gelten, eignen sie sich auch gut für verschiedene Hundesportarten. Hierzu zählt beispielsweise Agility. Bei dieser Hundesportart bewältigst du einen Parcours mit deinem Gefährten und gibst ihm genaue Anweisungen, wann er was auszuführen hat. Das braucht natürlich viel Zeit, Geduld und Training. Der Breton hat aber definitiv ausreichend Ausdauer für solch eine Sportart. Herkunft und Geschichte des Epagneux Breton. Der Epagneux Breton stammt aus einer westlichen Region in Frankreich, dem Herzen der Bretagne. Der damals sogenannte Hühnerhund diente früher als Helfer bei der Jagd von Vögeln. Erste Aufzeichnungen gehen bis 200 nach Christus zurück. In einem Buch mit dem Titel Cynogetica wird bereits über die Jagd mit dem Vogelhund als Begleiter berichtet. Man findet den kleinen rot-weißen Hund sogar auf Gemälden und Stickereien aus dem Mittelalter. Viele Hunde wurden zur damaligen Zeit in einer Hundepension gegeben. Dort kam es wohl zu einer Paarung zwischen einer Englisch-Zetterhündin und einem Epagneul-Bretten-Rüden. Ein Gutsverwalter war so begeistert von diesem Wurf, dass er sich dazu entschloss, sie weiter zu züchten. Eine Hündin ernannte er sogar zur Stammhündin und nahm sie mit auf eine Hundeausstellung in Paris, wo ebenfalls alle Begeisterung für die Rassen zeigten. Frankreich, das Ursprungsland des Epagneux Bretons, erstellte 1907 einen eigenen Rassestandard für ihn. Jetzt möchten wir deine Meinung wissen. Hast du selbst einen Epagneux Breton oder wie gefällt dir diese Rasse? Schreib es unten in die Kommentare.